Jetzt komme ich zu einem Lied, da werde ich schon lange gefragt, und das ist endlich auf CD. Jetzt ist es bald auf CSD, auf CD. Und ich werde dieses Lied nach wie vor voller Inbrunst singen. Ich freue mich auch über eure Unterstützung. Ah, da klingelt schon jemand. Wunderbar! Dieses Geräusch hätte ich dann gleich gern nochmal. Bitte schön. Super. Das brauche ich jetzt dann gleich wieder. Und zwar soll das Geräusch imitieren. Das wissen aber manche wissen schon, manche noch nicht. Wenn ein Tourist in den Bayerischen Alpen ein 50-Cent-Stück in ein Panorama-Fernglas wirft. Und aus der Sicht dieses Mannes geht die Geschichte jetzt auch gleich los. Und das ist ein Spektakel. Ich sage es immer wieder, ich habe mich als Filmmusik beworben. Ja, wir können das auch gerne alle machen. Jetzt kommen wir wieder mal im Platz da. Aber Schäffler tanzen lassen, na sauber, Wahnsinn. Also das dürft ihr dann auf drei praktisch dann gleich alle miteinander anstoßen. Das ist umso besser, habt ihr natürlich recht. Und das sollte Filmmusik werden für den Film Nordwand. Habt ihr da hingeschickt, da kam eine Mail, stand drin, bitte nicht mehr melden. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie es noch machen, aber ich spiele es trotzdem. Ja? Okay, Männer der leichten Unterhaltung und Frauen natürlich auch. Bei drei klopfen wir zusammen und das ist dann dieses besagte Geräusch des Panorama-Fernglas Einwerfers. Eins, zwei, drei! Ja, das! Du, wir sind ja nicht beim Almabtrieb, gell? Wir sind ja gar nicht auf dem Berg oben, wir sind so auf halber Höhe. Also wir gehen nicht runter, wir sind auf halber Höhe und schauen in eine andere Wand hinein. Herrgott, Wahnsinn. Gut, also das ist ein neues Panorama-Fernglas. Das macht gar keine Geräusche mehr, wenn man was reinschmeißt. Es geht einfach so. Ja, das darfst du nicht geben. Ja, sowas, das hab ich noch nie gesehen. Da hängt doch ein Bub in der steinernen Wand mit Häschenohren und rosa Gewand. Doch der Bub, der ist nicht umsonst nicht drum gewesen. Er ist geflohen vor die Dirndln, die auf ihm stehen. Er konnte sich kaum retten vor Heiratsanträg. Der Berg ist sein letzter Fluchtweg. Weil der Bub, der ist anderweitig verliebt, hat eine Neigung, die es in Oberbayern nicht gibt. Er will raus aus dem Dorf, wo in die Großstadt hinein und ins Herzen von Drom oberschreien. Scheiß auf die Berge, wohl zum Christopher Street Day. Scheiß auf die Alpen und die Pläne Tradition. Da geh ich lieber ganz in rosa Weißtunke und mach den Augen die Wirksjägerbataillon. Ich liebe Bo, obwohl ich mich immer verstecke. Brauch keine Kinder und kann schießt mich noch viel mehr. Mit einer Frau, dann ich am Ende noch verrenke. Und los, das Dorf über mich, sagt das Jung mich an. Das Dorf ist inzwischen zum Marktplatz gegrennt. Die Fahne wird schnellstens auf Halbmast gehängt. Ein Schwuler bei uns, in unserer Gmoor, hey, da müssen wir aus der Gegend durch. Komm, Schützenverein ruckt mit allem Mann aus und gebt schon beim Schein im Bezirkskrankenhaus. Die Situation wird hier niemanden freuen, vielleicht rufen wir gleich GSG 9. Jetzt sind 75 Mann in die Wand eingestiegen, die Seilschaft ist 400 Meter lang gewesen. Der Bub hat es gemerkt und geschrien, lass mir mal in Ruhe, ich will doch nur eins, macht's mal zu. Scheiß auf die Berge, ich will zum Christopher's Liebling. Scheiß auf die Alpen und die blöde Tradition, jawohl! Da bin ich lieber ganz in rosa Holztunke und mach den Gebirgsjägerbataillon. Ich liebe ein Bub und wo ich mich immer verstecke. Brauch keine Kinder und kein Geschiss in auf den Bann. Mit einer Frau, da ich am Ende nur verringe. Und was das Dorf über mich sagt, das juckt mich kaum. Jetzt hat die Seilschaft auf 10 Meter gesehen. Bang! Er. Sie. Hurra! Und im schönsten Echohall schreit er im freien Fall. Bitte, liebe Besucher, im Takt mitklatschen und wer kann, darf auch gerne mitsingen. Scheiß auf die. Thank you.